Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die DDR hat eine Amnestie für Flüchtlinge und Demonstranten erlassen. Und sie wird, wie am Abend mitgeteilt wurde, den Reiseverkehr in die Tschechoslowakei wieder normalisieren. Die Amnestie gilt für Personen, die sich vor dem heutigen Freitag wegen ungesetzlichen Grenzübertritts oder wegen eines Fluchtversuches strafbar gemacht hätten. Nach westlichen Schätzungen kommen dadurch etwa 2000 Untersuchungshäftlinge und Strafgefangene frei. Aus Ostberlin, Horst Hanow. Hier im Staatsrat der DDR fiel heute Morgen die Entscheidung. Bis Ende November sollen alle Inhaftierten, die wegen versuchter Republikflucht oder wegen Teilnahme an Demonstrationen verurteilt wurden, freigelassen werden. Ausgenommen diejenigen, denen Gewalttätigkeiten vorgeworfen werden. Diese Amnestie ist zweifellos ein Ausdruck dessen, dass wir die Gleichheit vor dem Gesetz wiederherstellen wollen. Und insofern, so meine ich, ein rechtlich bedeutsamer Beitrag auch zu dem Dialog, der sich entwickelt. Zu 2 Jahren Freiheitsstrafe wurden bisher DDR-Bürger verurteilt, die bei dem Versuch, die Republik zu verlassen, erwischt und festgenommen wurden. Damit waren sie vorbestraft, auf Lebenszeit verdächtig, war ihnen die Zukunft verbaut. Und das alles auch noch in der jüngsten Zeit, da Tausenden, die sich illegal in die Botschaften geflüchtet hatten, legal die Ausreise in die Bundesrepublik von der DDR-Führung gestattet wurde. Gegen diese Ungleichheit vor dem Gesetz hatte vor 2 Wochen der prominente Rechtsanwalt und Vertraute Honeckers, Wolfgang Vogel, energisch protestiert. Und er hatte die Freilassung aller Inhaftierten, auch der wegen Teilnahme an Demonstrationen Verurteilten, gefordert. Freiheit für die Inhaftierten wird seit Wochen bei den Mahnwachen in den Kirchen gefordert, aus denen sich die großen Demonstrationen der letzten Zeit entwickelt hatten. Jetzt hat die Staatsführung nachgegeben. Die Häftlinge werden freigelassen und, so heißt es wörtlich, gleichberechtigt in den Arbeitsprozess eingegliedert. Diese Amnestie gilt auch für alle Flüchtlinge, egal auf welchem Weg sie ihr Land verlassen haben. Bei Rückkehr oder Besuchen in der DDR sollen sie nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden. Von der Opposition in der DDR wurde die Amnestie positiv aufgenommen. Die Mitbegründerin der Reformgruppe Neues Forum Boley sprach von einem ersten Zeichen, auf das man lange gewartet habe. Die Amnestie sei ein wirklich erster Schritt und ganz wichtig. Auch in Bonn wurde die Entscheidung des DDR-Staatsrates einmütig begrüßt. Für die Bundesregierung appellierte Kanzleramtsminister Seiters zugleich an die Ostberliner Führung, auf dem Wege der Achtung der Menschen- und Bürgerrechte weiterzugehen. Der Berliner Senat forderte die DDR auf, nun auch allen Ausgewiesenen und Ausgebürgerten die Einreise zu erlauben. Ohne diese Konsequenz wäre die Amnestie unvollständig, sagte Senatssprecher Kohlhoff. Die neu gegründete Sozialdemokratische Partei der DDR hat die ausreisewilligen Bürger aufgefordert, nicht wegzugehen. Wir sagen ihnen, bleibt da, es lohnt sich doch, erklärte Vorstandsmitglied Reiche heute vor der Bundespressekonferenz in Bonn. Nach seinen Informationen haben etwa 740.000 Bürger in der DDR einen Ausreiseantrag gestellt. Die DDR-CDU hat jetzt ein umfangreiches Grundsatzpapier vorgelegt, in dem grundlegende Veränderungen im öffentlichen Leben verlangt werden. Moralisch-ethische Werte müssten oben anstehen. Notwendig seien lebendige Demokratie, strikte Rechtsstaatlichkeit und wirklichkeitsgetreue Medien. Mit der Forderung nach grundsätzlichen Reformen in der DDR meldeten sich heute auch Künstler, Schriftsteller und Journalisten zu Wort. So sprach sich die Akademie der Künste auf einer außerordentlichen Vollversammlung für eine so wörtlich Erneuerung der DDR an Haupt und Gliedern aus. Redakteure der amtlichen Nachrichtenagentur ADN kündigten an, die Berichterstattung ändern und den landesweiten gesellschaftlichen Dialog darstellen zu wollen. 9 Präsidiumsmitglieder des PEN-Zentrums der DDR, unter ihnen der Schriftsteller Hermlin, plädierten für einen Umbau des Staates und für Gewaltenteilung. Der Präsident der Vereinigung Kamnitzer legt aus Protest gegen diese Erklärung sein Amt nieder. Nach einer Entscheidung des DDR-Ministerrates werden die drastischen Einschränkungen bei Reisen in die CSSR vom 1. November an aufgehoben. Dann können alle DDR-Bürger wieder mit ihrem Personalausweis ins Nachbarland reisen. Die Regierung in Ostberlin hatte am 3. Oktober nach der Massenflucht in die bundesdeutsche Botschaft in Prag die Visumpflicht eingeführt. Zusätzlich wies das Innenministerium in Ostberlin am Abend darauf hin, dass alle DDR-Bürger
die weiterhin das Land verlassen möchten, einen Ausreiseantrag bei den Abteilungen für innere Angelegenheiten stellen könnten. Diese Anträge würden kurzfristig entschieden. Zwei Busse mit DDR-Bürgern haben heute Mittag den tschechoslowakisch-bayerischen Grenzübergang Waidhaus passiert. Die 141 waren die vorletzte Gruppe der Ausreisewilligen, die sich in die Bonner Botschaft nach Prag geflüchtet hatten. Nach wochenlangem Warten hatten sie gestern in der diplomatischen Vertretung der DDR in der Tschechoslowakei ihre Ausreisepapiere bekommen. Ich habe 14 Tage gewartet auf den Tag und es ist einfach herrlich. Land zu, ihr seid bei uns herzlich willkommen. Die beiden Busse fuhren sofort weiter nach Weiden, wo die Flüchtlinge in einer Bundeswehrkaserne untergebracht werden. Die Regierungschefs der 11 Bundesländer haben heute an die DDR-Führung appelliert, den Reformprozess weiter voranzubringen. Die Verhältnisse müssten sich so ändern, dass sich die Menschen in ihrer Heimat wohlfühlten. Als heute Mittag Ministerpräsident Rau das Ergebnis der zweitägigen Beratung bekannt gab, da hatten die Länderchefs mehr als 2 Stunden über die politische Entwicklung in Osteuropa und in der DDR beraten, die zunehmend auch die Politik der Länder berührt. Ihre Erklärung hierzu wollten sie als Schwerpunkt der Konferenz verstanden wissen. Sie wurde einstimmig von ihnen verabschiedet. Sie rufen die Führung der DDR auf, im Dialog mit allen politischen, gesellschaftlichen und kirchlichen Gruppen die drängenden Wünsche der Menschen, insbesondere nach Informationsfreiheit, Meinungsfreiheit, Freiheit der politischen und gewerkschaftlichen Betätigung, Reisefreiheit und dem Schutz vor staatlicher Willkür zu erörtern und gemeinsam mit ihnen entsprechende Reformen zu erarbeiten. Die Länder wollen im Rahmen ihrer Möglichkeiten den Reformprozess fordern und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten überwinden helfen. Konkrete Forderungen stellten die Ministerpräsidenten bei der Lösung des Aussiedlerproblems an die Bundesregierung. 2 Drittel der Kosten, die jetzt zusätzlich entstehen, müsse der Bund übernehmen. Die Länder seien bei den Milliardenbelastungen wie beim Wohnungsbau überfordert. Weiterer Schwerpunkt der Tagung waren Änderungsvorschläge für die Sozialhilfe. Die Regelsätze der 3 Millionen Sozialhilfeempfänger sollen zukünftig durch eine Einkommens- und Verbrauchsstichprobe ermittelt werden, nicht mehr nach dem sogenannten Sozialhilfewarenkorb. Praktisch hat dies zunächst kaum Auswirkungen. Der Regelsatz pro Person steigt lediglich um 10 bis 30 Mark pro Monat.